Jan Becker, du betreibst ja die Webseite Kontraturm, hast dir da auch schon gewissen Namen gemacht und bist immer sehr gut im Bild über das, was in der nuklearen Landschaft so vor sich geht. Wie sieht das denn jetzt aus mit dem Lager, ich mag gar nicht End- oder Zwischenlager sagen, Gorleben? Ist denn das jetzt wirklich aus der Diskussion oder ist es mal wieder wie üblich links blinken und rechts abbiegen? Ja, also ich selbst wohne im Wendland und habe diesen Prozess natürlich sehr kritisch begleitet, wie wir alle hier. Denn wir gehen eigentlich nach wie vor davon aus, dass Gorleben erstmal als zukünftiger Ort für weitere Castortransporte nicht aus dem Spiel ist. Wir haben die Diskussion um mögliche alternative Lagerorte erstmal nur für Castor-Behälter, die ja noch aus La Hague, Frankreich und Sellafield, England ab 2015 zurückgenommen werden sollen. Sehr kritisch verfolgt, argwöhnisch und müssen feststellen, dass eine Lösung dieses Problems, also es wurde viel über Brunsbüttel oder Unterweser oder Philippsburg als neue Orte in Lagerhallen, in denen diese Behälter abgeladen werden sollen, für eine Interimszeit, also das ist der Punkt, die dürfen da ja nicht bleiben. Wurde viel diskutiert und am Ende wurde dieses Problem ja nicht gelöst, sondern vertagt auf 2014. Das heißt, unser Bundesumweltminister Altmaier zeigt sich optimistisch, in 2014 eine Lösung für diese vielen Castor-Behälter, die da noch kommen müssen, zu finden. Aber erstmal ist es gescheitert, denn die AKW-Betreiber, die weiter auf Gorleben auch als mögliches Endlager bauen, sagen, warum sollen wir diese Castor-Behälter denn irgendwo anders hinbringen, außer nach Gorleben? Denn da sollen sie ja am Ende auch bleiben. Also solange selbst bei den AKW-Betreibern kein Umdenken stattfindet in der Frage der Eignungsfähigkeit von Gorleben als Endlagerstandort, werden unserer Ansicht nach auch Castor-Behälter weiter dorthin gebracht werden. Denn alles steht und fällt mit den Genehmigungsverfahren für diese Zwischenlager, für die Einlagerung in die Zwischenlagerhallen. Und bislang ist für die noch zu erwartenden Castortransporte allein Gorleben als Zwischenlager genehmigt. Und dann, wenn man mal schaut im Detail, 2015 ist der nächste Transport angekündigt, dann ist es rein zeitlich von den behördlichen Ablaufen her eigentlich gar nicht möglich, ein anderes Lager von den Genehmigungsverfahren her so umzustricken, dass eine Einlagerung dort möglich ist. Also sei es Brunsbüttel, sei es Brockdorf, sei es Philippsburg. Wir müssen davon ausgehen, die Fakten sprechen alle dafür, dass ab 2015 Gorleben als Standortempfänger für weitere Castortransporte im Spiel bleibt. Alles Weitere wäre bislang faktisch. Also, wir reden da von Wahlkampfgetöse. Ja? Wie sieht denn das aus mit den ganzen Castoren, die da jetzt schon gelagert sind? Die sind ja nun nicht irgendwie unter Tage sorgsam verwahrt, sondern die marodieren da in so einer Wellblechgarage vor sich hin im Grunde genommen und verstrahlen die Umgebung. Was sind denn dir da nochmal für Folgen bekannt mit den umliegenden Ortschaften zum Beispiel, dass sich das Geschlechterverhältnis zu verändern beginnt und so weiter? Ja, das sind alles Dinge, die wurden beobachtet. Jetzt kürzlich hat die Gesellschaft für Nuklearservice, die Betreiber des Zwischenlagers in Gorleben, ist gemeinsam mit dem Bauernverband eine Studie rausgebracht, die dann nochmal belegt, dass es keinerlei Strahlenbelastung bei den Früchten, beim Gemüse, bei den Kartoffeln im Wendland geerntet werden gibt. Nun müssen wir natürlich mal schauen, wer hat die Studie finanziert, wer hat sie gemacht. Und so ist es natürlich eine Gefälligkeitsstudie zugunsten der Atomanlagen. Und so verhält sich das auch mit diesen ganzen anderen strittigen Punkten. An keinem Standort in Deutschland, Atomstandort in Deutschland, ist kritisch nachgewiesen worden, dass diese Anlagen Krebs erzeugen. Denn im Umkehrschluss würde auch ein eindeutiger Beweis zu einer sofortigen Schließung der Anlage und in der Folge natürlich auch aller Anlagen führen, denn das würde schlicht gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit verstoßen. Denn wenn einwandfrei nachgewiesen wird und auch gerichtsfest, dass Atomanlagen Krebs erzeugen,
dann wird keine Anlage mehr betrieben werden dürfen nun ist, können. Nun ist aber doch sowieso der Aussteigstieg großmundig angekündigt worden. Ist der vielleicht doch nicht so sicher wie geplant? Also auch das ist viel Getöse. Und bei allem, was auf Jahrzehnte verschoben wird, wie zum Beispiel der deutsche Atomausstieg bis 2022, ist natürlich mit veränderten Bundestags- und Bundesratsmehrheiten wieder umzukehren. Es gibt schon Andeutungen, vor allen Dingen aus dem Bereich der Wirtschaft, die sagen, ja, wenn Schwarz-Gelb die Bundestagswahl 2013 gewinnt, dann kann es auch in der Frage nach Laufzeiten für die bestehenden Atomkraftwerke zum Umdenken kommen. Das heißt, diese ganze Debatte um längere Laufzeiten kann dann nochmal von vorne beginnen. Wir gehen davon aus, dass als nächster Abschaltkandidat steht das bayerische Atomkraftwerk Grafenrheinfeld 2015 an, dass der Kampf um jedes einzelne Atomkraftwerk, was stillzulegen ist, auf den Straßen davor zu führen ist und nicht in den Parlamenten. Stichwort, bei uns ist Atomkraft sicher. Wie sicher ist sie denn wirklich? Dieses Kraftwerk in Fukushima, das da hochgegangen ist, das ist ja ein Reaktortyp, der, soweit ich weiß, auch bei uns vorkommt. Ja, es stehen noch zwei Siedewasserreaktoren, die sich elementar von den sonst nur noch in Deutschland in Betrieb befindlichen Druckwasserreaktoren insofern unterscheidet, als dass es nur einen Kühlkreislauf gibt. Also es gibt da bauliche Mängel, die werden von den Betreibern auch zugegeben. Und es sind alle Siedewasserreaktoren in Deutschland abgeschaltet worden, bis auf zwei, und die stehen in Gundremming. Argumentiert wird da nicht mit der Sicherheit, sondern am Ende mit der Notwendigkeit des Betriebs, dem Strombedarf in Bayern. Was würdest du den Castor-Gegnern im Wendland noch empfehlen, bevor wir zum nächsten Thema kommen? Na, am Ende müssen wir alle am Ball bleiben. Also das Gefühl wird von Seiten der Politik vermittelt, dass dieses Thema Atomenergie gegessen ist. Wir haben nun den Ausstieg. Es gibt irgendwie eine Lösung, eine vermeintliche Lösung der Endlagerfrage, die jetzt auf eine Kommission verschoben wurde, die ja erstmal Kriterien klären soll und so weiter. Fakt ist aber, dass sich zum Beispiel von diesem Standort in Gorleben nicht verabschiedet wurde, was wir weiter fordern. Also es gibt viele, viele Punkte, an denen man immer wieder angreifen kann und muss, und sei es zuletzt der Betrieb jeder einzelnen Atomanlage, die dafür sorgt, dass diese Industrie weiter existieren kann. Also wir müssen am Ball bleiben. Es geht weiterhin darum, zum Beispiel so etwas Einfaches zu tun, wie den Stromanbieter zu wechseln, Ökostrom zu beziehen. Ja? Und am Ende natürlich, sobald es wieder heißt, es gibt eine Aktion, eine Demonstration gegen Atomenergie, dann braucht es wieder jeden Einzelnen. Alles klar. Kommen wir zum nächsten Thema, die Asse. Die Asse säuft ab. Was geht denn da nun wirklich vor sich und wie groß ist das Risiko für die Bevölkerung dort? Ja, es ist sehr fraglich. Im Prinzip herrscht auch dort unglaubliche Unwissenheit. Also ähnlich wie bei diesen ganzen Kinderkrebsgeschichten gibt es da natürlich Befürworter und Kritiker. Und in dieser Frage natürlich geht es um eine Prognose. Wie viel Zeit bleibt, um diese Atomfässer aus diesem havarierten Bergwerk zu bergen? Die Befürworter einer schnellen Methodik, nämlich der sofortigen Schließung, was heißt, das alles am liebsten mit Beton zu verfüllen, man nennt das dann so einen Notfallplan, würden am liebsten alles da unten drin lassen, Beton draufkippen, wie gesagt, und in der Hoffnung, dass nie wieder beziehungsweise in einem nicht zu überschauenden Zeitraum von dem Inventar was an die Oberfläche kommt. Kritiker hingegen sagen, wir müssen sofort anfangen, dieses Bergwerk zu räumen. Und das heißt, jedes Fass, was an die Oberfläche kommt, ist erhöht die Sicherheit für die Bewohner in der Region. Es ist völlig unklar, wie lange die Standsicherheit dieses Bergwerks noch gewährleistet ist. Wenn man mal zurückschaut, ein paar Jahre, dann prognostizierte das Bundesamt für Strahlenschutz, was dann ja den Betrieb dieses Bergwerks übernommen hat,
prognostizierte dann, dass es jetzt schon kaum noch Standsicherheit gäbe und man notfallmäßig agieren müsste. Also das heißt, es werden da auch Prognosen gemacht, die so nicht haltbar sind. Fakt ist aber, es gibt nun ein Gesetz, mit dessen Hilfe, die sogenannte Lex Asse, mit dessen Hilfe es eine Räumung dieses Bergwerks geben soll. Allerdings steht auch in diesem Gesetz, dass sollte es Probleme, Sicherheitsprobleme geben, dann ist wieder das Verfüllprinzip, also das Verfüllverfahren, das heißt einfach Beton oben drauf zu kippen und damit eine mögliche Rückholung, egal wann, völlig unmöglich zu machen, vorzuziehen. Und diese Frage, wann ist der Punkt erreicht, dass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist, wann müssen diese Notfallpläne greifen, ist natürlich vom Betreiber abzuwägen. Das heißt, es ist völlig offen, solange dieses Prinzip der Verfüllung als Notfallmaßnahme weiterhin als Option im Raum steht und nicht alle Beteiligten daran arbeiten, dass schnellstmöglich sämtlicher Atommüll geborgen wird, kann man davon ausgehen, dass es noch lange, lange dauern wird, bis tatsächlich eines dieser Fässer, die dort begraben wurde, an die Oberfläche kommt. Was dann mit dem Müll passiert, ist auch noch völlig offen. Und insofern, da sind viele Fragen zu klären, wo wir glauben, es bedarf einfach erhöhten Druck aus der Bevölkerung auch an dieser Problemlösung. Ja. Hältst du nicht der Wahrung des Status quo in der Hoffnung, dass der Zeitpunkt erreicht wird, dass alle Beteiligten dann nur noch eine Verfüllung, also das heißt Beton drauf und begraben, vorziehen können. Aus den Augen, aus dem Sinn. Nun kursieren aber im Internet so Berichte, dass das eigentlich bereits aufgegeben wurde, dass das eigentlich technisch nicht machbar ist. Es gab Probebohrungen, da hat man dann festgestellt, dass die Asse sich verformt, dass da also Hohlräume gewandert sind und man kann auch das Wasser nicht abpumpen, das ist ja radioaktiv, das kann man nicht einfach nach oben pumpen. Andererseits, wenn man es verfüllt, wie eben der Vorschlag lautete, dann ändert das ja nichts an der Schwerkraft, die radioaktiven Substanzen weiter Richtung Grundwasser zieht. Ist dieses Problem überhaupt lösbar? Oder haben wir uns wirklich hier ein Ei ins Nest gesetzt, das wir nicht geknackt kriegen? Naja, also was heißt, ist das Problem nicht lösbar? Also ich glaube, es geht darum, sämtlichen internationalen Sachverstand zusammenzuholen und nicht so zu tun, als wäre das ein rein deutsches Problem, mit dem wir am Ende fertig werden müssen und zur Not müssen wir es halt hinnehmen, wie es ist. Denn die Folgen wären einfach verheerend. Andererseits sagen wir aber auch, dass ein Lernprozess aus dieser Havarie passieren muss. Nämlich zum Beispiel, dass Salzbergwerke sich halt verformen, du sagst es, ja, sich vor allen Dingen durch Wärmeentwicklung, den ja nun mal zum Beispiel hochradioaktiver Atommüll ganz massiv mitbringt, sich strukturell verändern. Damit reden wir ganz schnell wieder über Gorleben. Gorleben ist ebenfalls ein Salzbergwerk, in das nun dieser hochradioaktive Atommüll am liebsten für hunderttausende Jahre verwahrt werden soll. Und wir sagen, von diesen Plänen muss Abstand genommen werden. Das gesamte Endlagerkonzept, wie es vor vielen Jahrzehnten ja entwickelt wurde und woraus die Asse am Ende und auch diese Problematiken in Morsleben, dem ehemaligen DDR-Endlager, was ja vergleichbare Probleme hat wie Asse, überhaupt erst entstanden sind. Also dieses aus dem Auge, aus dem Sinn, wir kippen das in die Erde, kippen zur Not ein bisschen Beton drauf und hoffen mal, dass es für viele Jahrhunderte hält, ist gescheitert und muss komplett neu überarbeitet, überdacht werden. Und damit, um lösungsorientiert zu sein, fordern wir erstmal eine gesamtgesellschaftliche Debatte. Es muss Transparenz herrschen, allein über solche Fragen wie, welche Abfallmengen existieren überhaupt? Welche Art von Abfällen existieren? An welchem Ort? Was wären technische Optionen, diese Abfallmengen zu handeln? Ja? Und dann wäre man einen entscheidenden Schritt weiter, anstatt wie in Gorleben einfach weiterzumachen mit dem Argument, wir haben nun schon viele, viele Millionen, Milliarden in dieses Projekt investiert und nun bleibt am Ende nichts als weiterzumachen. Jan Becker, vielen Dank. Gerne.